geht das da alles noch? Ja. Aus Bahn 3 im Herrenverritt Jahrgang 97-98. Frau Müller, bitte. Mit den Fechtern Tinzel aus auf Bahn 3 bitte vorbereiten, Kurzhabe und Trimmel. Danke fürs Kommen.
Also wir erklären jetzt anhand dieser beiden Fechter, der FG Schwerin, das Trefferrecht im Damen-Florett-Fechten oder auch im Herren, im Florett allgemein. Die Definition lautet, die ununterbrochene Bedrohung der gegnerischen Trefferfläche bei gleichzeitigen Strecken des Armes. Das demonstrieren wir einmal. Rechts, also aus dem Bild heraus, die rechts von uns steht, die Lena Taplik, demonstriert einmal mit Schritt vor Ausfall und trifft. Das war jetzt die einfachste Form. Kompliziert wird es, wenn ein Klingenkontakt dazu kommt. Wir zeigen einmal die Parade-Riposte. Attack wieder. Und du machst Parade-Riposte. Einen Schritt zurück, du kommst wieder rein. Fertig. Lena greift wieder an. Trifft nicht. Parade-Riposte trifft. Wäre jetzt Punkt von längs nach rechts. Kompliziert wird es, wenn beide treffen. Dann entscheidet der Moment, wie früh ist